meine Lieben, ich bin wieder da. Ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar, ich habe hier mein Getränk noch, mein Eistee. Ich habe für euch was bestellt und für euch ein Unboxing. Das heißt, ein Foodall von Amazon Pantry oder wie das heißt. Ich habe mir einen gratis Monat bei Amazon Prime einen Monat zum gratis testen, ob mir das gefällt, und dann wird das, wenn man das möchte, 7,50 € oder 7,49 € pro Monat. Und im Jahr, wenn man das im Jahr macht, dann ist ein bisschen günstiger, weil als wenn man hier für jeden Monat die 7 € irgendwas zahlt, da kommt man auf 93 im Monat. Und wenn man gleich auf ein Jahr geht, da spart man einiges, und zwar man bezahlt nur 69 € im Jahr. Und man hat vieles kostenlos, da kein Versand mit bei. Und bei solchen Amazon Pantry, da kann man was bestellen, und wenn man ausgewählte Artikel noch dazu, 4 Stück war das, kriegt man ja umsonst, weil bei dieser Amazon Pantry bezahlt man ja wie sonst immer Versand. Und ich habe mir für 21 € ein paar Sachen, Food, das ist von der Marke Teegut, ich glaube, das gibt es auch ein, ich war schon in einem Supermarkt von denen, aber ist nicht hier bei uns, sondern in Stuttgart, als wir da waren. Und ja, und ich habe für, ja, Foodall und noch 2 Sachen für mich, Pflege, aber ich mache ein Foodall draußen, weil die meisten Sachen zum Essen sind. Und ja, ist besser, wenn man das bestellt, wenn man auch kein Versand zahlt, ist besser, weil muss man das nicht so schleppen. Und ja, die Rücken bedanken sich. Und ich wollte euch noch hier den Karton grüßen. Ich hatte das schon heute Nachmittag gedreht, aber jetzt, aber das ist nichts geworden. Und die Karton ist riesig, ihr seht mich kaum. Und ja, ich hatte das, wie gesagt, heute Nachmittag schon gedreht, aber das Video ist irgendwie nicht da. Ist verschwunden, ich weiß nicht, weil ich eine neue Kamera getestet habe. Hat mein Mann aus Portugal mitgenommen, weil er 2 Wochen da war. Eine Woche genau, 10 Tage. Und das hatten wir früher immer, damit haben wir immer früher, als Beatrice klein war, mitgefilmt und Fotos gemacht von Toshiba. Das ist Camellio. Steht auch hier YouTube Ready und 16x Zoom Digital und sonst was, Full HD. Ist ganz gut, aber ich hatte das irgendwie vergessen, dass wir das hatten. Und das hat mein Mann mitgenommen, damit ich filmen kann. Mal schauen, das, so sieht die aus. Und ja, ich wollte heute irgendwie damit filmen, habe ich auch gemacht, aber irgendwie ist da nichts geworden. Ich weiß nicht warum. Naja. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, sonst wird der Video zu lang. So, ich mache erstmal die Food-Sachen alles und dann die am Schluss die Pflegesachen, Beauty so. Und ja, ich habe mir von Venel so eine Flasche für 66 Anwendungen, das heißt 2 Liter für 1,75 €. 57, Entschuldigung, 57. Und überlegt mal, wenn ich das alles schleppen musste, wäre ich damit kaputt gegangen, alles. Mein Rücken. Und ja, für 1 Euro. Es blendet ein bisschen, weil ich meine Softbox anhabe. Wir haben ja gleich 6 Uhr. Und heute haben wir dunkleres Wetter draußen. Deshalb, ja, einmal der. Dann habe ich mir Kekse mitgenommen, mitbestellt, heißt das. Ich liebe sowas. Solche Blätterteig habe ich immer so geliebt, dass wir noch in Portugal gelebt haben. Habe ich das so geliebt, und zwar, ja, Schweineohren waren meine Lieblinge. Und ihr glaubt mir nicht, aber seit 7 Jahren leben wir schon hier und ich habe kein einziges Mal eine Packung Schweineohren gekauft, nur selber gemacht zu Hause. Und jetzt habe ich einmal dieser Blätterteig, die haben 1 € gekostet von dieser Teegut-Marke. Einige kennen das bestimmt, aber gibt es bei uns nicht, leider. Die sind ganz günstig, die Sachen. Und ja, da gibt es hier, die Marke steht hier nicht drauf, aber es steht Spritzringe für, ja, feines Spritzgebäck jeden Tag. 400 Gramm für 74 Cent. Dann habe ich auch noch hier, ja, mein Oberteil rutscht.
eine Pizzateig von der auch der Marke und dann statt 1,29 € hat das plus 69 Cent gekostet. Obwohl das noch ein Jahr Haltbarkeit, aber Haltbarkeit. Und ja, werde ich demnächst machen. Eine Backblech oder 200 Pizzen. Ja, Pizza-Kräutermischung. Einfach und gelingt sicher. Bio. Dann auch von der Teemarke. Einmal für die Kinder zum Dippen mit Nutella. Diese Pizza, Pizza. Brotstangen, normal, ohne Geschmack. Für 59 Cent war auch günstiger da. Und mit Tomaten und Kräut und Oregano für mich für 76 Cent. Ja. Einmal für mich, auch von der Marke. Dann gab es hier noch von der Marke Brechbohnen. Ich liebe sowas mit Speck in der Pfanne angebraten oder mit Röstzwiebeln. Für 69 Cent. Dann noch von der Marke, weil eigentlich kostet das viel mehr. Diese Thai-Duftreis. Normalerweise finde ich die, habe ich die schon mal ein paar gesehen, aber die kosten immer um die 2 Euro und die haben jetzt jeweils 1,38 Euro gekostet. Habe ich mir gleich zweimal mitbestellt. Braucht man immer und essen muss man immer, jeden Tag. Ne? Dann noch von der Marke Tomaten in Stückchen, weil da muss man immer Vorrat haben. Weil sonst ist da man abgeschmissen. Abgeschmissen, heißt das so? Aufgeschmissen, genau. Ich muss noch ein bisschen Deutsch lernen. Ja, Tomaten aus italienischer Tomaten mit Salz verfeinert. Genau. Dann gibt es hier noch Nesquik für die Kinder. Kakaopulver, 1,59 € war er. Ganz praktisch, klein, kann man hier verstauen und nimmt nicht so viel Platz weg. Die Kinder lieben das. Nesquik hatten wir auch bei uns in Portugal immer diese. Haben sie immer bei Oma getrunken, weil ich bin ja zu geizig. Ich kaufe immer No-Name-Marken und die haben die bei Oma immer Nesquik bekommen, weil das ein bisschen teurer ist. Aber die Oma macht ja alles, ne? Dann habe ich für meinen Mann ein Produkt von dieser ausgewählt, ne? Habe ich diese Bella Crema von Melita für 1,89 € gekauft. Mitbestellt. 16 Pets. Ja, genau. Dann gab es noch von diesen ausgewählten Produkten noch dieser Hellmanns, bisschen teurer. Das war der eins, der fast das teuerste, außer das Café war das teuerste. Dieser Hellmanns Tomatenketchup für 1,59 €. Genau. Bisschen teurer, aber paar Cent. Mal schauen, ob das Unterschied macht. Aber da wir, anstatt dass ich jetzt 4 Euro zahle für nichts, zahle ich 4 Euro und habe Sachen, ne, die ich benutzen kann. Und die zwei Packungen Kaugummi, das riecht so lecker hier. Tutti Frutti oder so. Einmal jeweils 75 Cent. 7 Packungen. Kaufe ich immer ab und zu, aber lieber ohne Zucker. Aber die habe ich schon über ein Jahr nicht mehr gekauft. Und das kommt jetzt das Schnäppchen. Ich habe mich so gefreut. So gefreut. Ja, ich habe zwei Markenprodukte. Das heißt zwei Produkte jeweils. Das heißt 4 Stück dann. Und dann ist mein Karton leer. Schade. Aber riesig. Meine Bluse. Und ja. Und ich freue mich. Ja, ich habe einmal zwei Oral-B Zahnbürsten mitbestellt für mich und meinen Mann, obwohl wir elektrische haben. Aber wenn wir verreisen oder irgendwo keine Lust mehr auf elektrische haben, dann haben wir das einmal in lila und in blau. Und haltet euch mal fest, die haben jeweils 46 Cent gekostet. 46 Cent. Und ja, da guckt man was. Und ja, und da hier der Oberknaller. Normalerweise, ihr kennt das bestimmt von Nivea, dieser Urban Skin Protect Essentials mit 48 Stunden Tagespflege, Lichtschutzfaktor 20, Oxidantien und grüner Teeextrakt. Normalerweise habe ich die schon bei Müller oder sonst irgendwo, Rossmann glaube ich auch, für 5 Euro gesehen und da haben die bloß 1,76 Euro
1,67 € gekostet. Ja. Ich weiß nicht, warum das so günstig war. Bestimmt, weil wir diese Prime austesten oder diese Pantry. Ich weiß nicht, weil wenn man mehr bestellt, aber da war, habe ich heute auch nochmal geguckt, das ist immer noch auf dem Preis. Und ich habe mir gleich zweimal mitbestellt. Ich freue mich. Ja. Urban Skin Protect. Das ist ein Schnäppchen, ne? Ja, mein Lieben. Ich werde jetzt eine an euch verlosen. Das ist so eine spontane Verlosung. Und da ich jetzt über 1500 Abonnenten habe, aber ich habe hier noch meine anderes Verlosung mit der Pinkbox von Maino. Schaut auch unbedingt vorbei und ja. Aber ihr müsst ja Abonnent sein für meinen Kanal. Und alle Infos steht unten, aber ich muss noch schauen, bis wann das läuft. Und ja, ihr müsst Abonnent, sichtbar Abonnent sein, weil mein letztes Gewinnspiel ist schon lange her. Haben viele mitgemacht, aber leider nicht sichtbar und so braucht ihr gar nicht mitzumachen. Es tut mir leid, aber so sind die Bedingungen. Wenn ihr nicht sichtbar seid, braucht ihr auch nicht, ja, mitzumachen, weil so kann ich euch nicht sehen, ne? Das gilt alleine für meine Abonnenten oder wenn ihr noch nicht seid, aber sein möchtet, dann klickt ihr unten in der Infobox, in der Abo-Button und ja, und aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr von mir. So, ich freue mich, dass eine von euch so eine Creme verschicken darf, geschenkt kann, dass ich eine von euch so eine Creme schenken kann und ja, das ist ja eine gute Creme. Und ja, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. So, jetzt genug gelabert. Ich mache jetzt Schluss mit meinem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und falls ja, lasst mir gerne Feedback da. Denn ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid und immer so lieb zu mir seid. Gott sei Dank. Ja. Ich sage ab, noch einen schönen Tag, Nacht, je nachdem mein Video schaut. Und ich wünsche euch alles Gute und macht's gut. Tschüss!